Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute schauen wir uns den neuen Glenmorangie Alter an. Ja, große Premiere. Und diesmal passiert ganz viel bei Glenmorangie. Wir kennen ja Glenmorangie immer als die Brennerei nördlich in den Highlands, die aber doch irgendwie so einen leichten Charakter hat und ein bisschen diesen Zitruscharakter hat. Und man sagt, das kommt von, ja, vom Brennereicharakter. Hohe Brennblasen, die so richtige Hefe und die richtige Zutaten, Fermentationsdauer etc. etc. Und jetzt hat Glenmorangie was an ihrer Rezeptur geändert. Nur für diesen Whisky. Genau, und zwar haben sie die Hefe geändert. Ja, richtig. Also das kennen wir eigentlich aus den USA. Ne? In den USA hat man im Prinzip, weil die alle relativ ähnlich destillieren von Equipment und so weiter, hat man gesagt, okay, den Hauptgeschmackunterschied holt man aus den Hefen. Ich kenne auch eine Brennerei in den USA, die hat, glaube ich, zwei Hefestämme und kann dann die fertigen Produkte miteinander mischen und hat da unterschiedliche. Ja, da gibt es die... Gibt es viele Brennereien, die sehr viel auf ihre Hefe Wert legen. Und so hat die haben dann alle so ein Labor. Und also es ist ziemlich teuer, seine eigene Hefe zu haben. Ja. Und jetzt hat er, Dr. Bill Lumsden. Er ist ja ein, wie heißt es, ein Yeast Physiologist. Also ein Hefe-Doktor. Chemiker, Physiker, ja, halt jemand, der sich um Hefe kümmert. Ich wüsste mal gerne, Dr. Bill Lumsden, hat er seinen Doktortitel in Hefe oder... Vielleicht wahrscheinlich in Distilling allgemein. Ja, und Dr. Bill Lumsden ist rumgegangen und hat nach Hefe gesucht. Wie macht man das? Ich schätze mal, man sammelt überall ein paar Sachen ein und schaut, ob es wächst. Und zwar hat er dort auf den örtlichen Gerstenfeldern geguckt. In Schottland hat ja auch viel Wasser und ist häufig mal feucht und so. Und dann, wenn bei uns ein trockenes Gerstenfeld ist, da kommt keine Hefe. Ne? Doch, überall wächst Hefe. Ja, es gibt ja auch Trockenhefe, muss nicht unbedingt lebend sein, damit sie noch existiert. So, und da hat er im Prinzip dann von diesen Ähren, hat er im Prinzip Hefe rausgesucht und dann einen einzelnen Stamm isoliert. Und zwar dann praktisch einen lokalen schottischen Hefestamm auf lokaler schottischer Gerste. Aber wenn man es aus der Natur nimmt, dann nennt sich das nicht keine Kulturhefe, sondern es ist eine wilde Hefe. Gut, er hat sie natürlich kultivieren müssen. Er hat jetzt nicht einfach so gesagt, okay, tu mal ein bisschen von der Gerste neben den Washback und lass dann mal so die Magie über die Luft machen, so wie man es früher mit dem Bier gemacht hat. Sondern, ja, der hat die schon ins Labor gebracht und dann kultiviert. Aber es ist die wilde Hefe, die... Ja, ganz normal draußen auf dem Feld auch so wächst. Sich vermehrt. Ja. So, und jetzt haben wir uns gedacht, wir probieren die mal zusammen oder im Vergleich zum Glenmorangie 10 Jahre Alter. Ja, der hier ist ja, sie haben hier extra in, wie haben sie es gesagt, sehr viel Second-Fill-Fässern oder ich glaube nur Second-Fill? Nee, mehr. Also Fässern gemacht, damit eben der Brennereicharakter hier sauber rauskommt. Genau, weil sonst die Fässer zu sehr zuschlagen würden. Und der Glenmorangie 10 Jahre ist ja der Brot- und Butter-Whisky von Glenmorangie. Da müssen sie eine zweite Lagerung drin haben. Ja, die haben gut erst und zweit. Aber der hier ist halt nur Bourbonfass gelagert. Ich habe ihn ausgewählt, weil er im Grunde am nähersten am Brennereicharakter ist. Damit man sagen kann, okay, da könnte man jetzt drüber diskutieren, dass es hier einen Vergleich gibt dazwischen. Genau. So, du die auf, ich die auf. Denn sonst sitzen wir morgen noch hier. Es sieht mir irgendwie so, es ist die bisschen... Ne, ist die gleiche Flasche, oder? Ist die Schulter gleich? Doch, die Schulter ist gleich. So, und das ist jetzt Private Edition, und zwar die 10. aus den Private Editions. Jetzt habe ich es. Das ist also vor allem dann auch für Sammler interessant. Ne? Wie viel Prozent hat denn der? 51, und du hast 43 oder 40? 40. Nee, 40 hast du. Ja. Soll ich dir gleich mal einen langen Arm machen? Machst du nochmal einen langen Arm? Also, du hast aber mir bitte ein Viertel. Oh ja, der war ein bisschen großzügig. Ja. Okay, also vorne ist 10 und hinten Alter. Genau. Ey, Alter. Jo, Alter, hol mal ins Wasser. Genau. Stimmt, da hätte ich noch weniger einschütten müssen. Das ist ja Cask Strength oder High Strength.
Also 51,2 waren es, oder? 51,2. So, jetzt riechen wir zuerst mal den neuen, oder? Riechen wir erstmal. Erstmal machen wir den neuen ja einmal durch, oder? Hm. Was, das sind Bourbonfässer? Mhm. Also den Alkohol in der Nase habe ich ganz deutlich. Das ja. heißt, das Aroma ist mild, weich. Mhm. Also Alkohol hast du schon, aber bei mir ist er richtig, richtig frisch und fruchtig. Richtig fruchtig und floral. Ja. Aber jetzt kommt bei mir der Alkohol mehr. Also jetzt, wo ich ein bisschen länger und ganz tief drin, da ist er. Und tatsächlich, die offiziellen Mandarinen, die habe ich auch. Ja, also nicht aber die, diese mir fehlt so dieser Bourbon-Charakter, fehlt mir voll. Also der hat für mich über diese Vanille und Karamell, der fehlt einfach. Nun, trägt keine Altersangabe. Der dürfte an der Stelle auch ein bisschen jünger sein. Das heißt, der hat lange nicht so viel Aromenübergang bekommen, ne? Ja, wenn man sich darauf konzentriert, kriegt man so ganz leicht die. Ja, jetzt riechen wir erstmal an dem anderen, oder? Der hat einen viel stärkeren Bourbon-Charakter. Er hat aber eine typische Frucht dabei. Ne? Mhm, er hat schon eine typische Frucht. Also es ist nicht wie Tag und Nacht. Also er hat hier mehr Vanille, ne? Der hat ein bisschen mehr Vanille und eben diese Ananas, ne? Ananas-Pfirsich. Und der hier ist irgendwie... Also für mich hat er auch mehr Würzigkeit. Irgendwo hat er... Mhm. Was ist denn das? Oder ist das so... geröstetes Malz-Biscuit. Was ist der? Also Malz kommt schon durch. Also der Zehner, der ist so, wie ich ihn kenne. Ja, der kommt immer wieder. Und, den kennt man, ne? Aber er ist anders als der Zehner, man merkt schon. Mhm. So, 51,5 probieren oder was da drauf? Ich probiere ihn erstmal so. Ich auch, wobei, dann hast du deine Gesprächsflossen schon belegt. Ja. Du musst vorsichtig nicht austrinken. Das wäre jetzt auch ein bisschen hart für mich. Mhm. Orangensirup. Orangenschale. Vergleichsweise intensiv im Abgang und wirklich ein Tick Pfefferminze. Mhm. So kühlend. Könnte aber auch der Alkohol sein. Wow. Also intensiv. Letzt nach dem Runterstucken richtig intensiv. Im Mund hätte ich jetzt eher gesagt mild und ein bisschen sirupartig, aber Orange, wie du sagst, ist definitiv voll dabei. Beim Runterschlucken kriegt man noch ein bisschen mehr Würzigkeit mit rein. Und jetzt hält er ziemlich lange im Mund, ne? Mhm. Ziemlich lang drin. Puh, ja. Oh, der ist lang. Mhm. Aber irgendwie ist der... Ja, du, jetzt verdünnt. Du hast sehr wenig verdünnt. Ich habe deutlich mehr verdünnt. Ich bin wahrscheinlich schon wirklich auf 40 runter. Da ähnelt sich schon wieder ein bisschen mehr. Also ein Stück weit, aus meiner Sicht, stammt die Kraft auch aus dem Alkohol. Na, jetzt wieder anders, ja. Hm. Es kommt so die malzige Note ein Stück weit stärker. Der Orangensirup, der reduziert ein Stück. Mhm. Boah, jetzt finde ich... Abgang ist immer noch jetzt würzig. Jetzt finde ich viel malziger und viel würziger. Mhm. Boah, der ist... Ja. Im Gegensatz zum Zehner ist der jetzt definitiv ein gutes Stückchen schwerer, finde ich. Naja, schmecke ich den Zehner wahrscheinlich gar nicht. Also der Zehner ist in der Beziehung
wirklich mild, ölig, leicht, weich. Und der bringt mehr. Jetzt ist natürlich die Frage für mich, inwieweit macht sich die Jugend des Whiskys noch bemerkbar? Keine Altersangabe, da trauen sich nicht. Inwieweit macht sich eine etwas andere Fasswahl bemerkbar? Tja, im Abgang habe ich jetzt so eine ganz leichte, zarte Bitterkeit sogar. Weiche. Ich muss aber jetzt ehrlich sagen, ich habe beim Glenmorangie 10 und beim Glenmorangie Brennerei-Charakter habe ich immer dieses Pfirsich, Ananas und diese tropischen Früchte habe ich immer drin. Da hat er andere. Das ist diesmal anders. Also man merkt schon, der Brennerei-Charakter von Glenmorangie funktioniert nur mit der normalen Hefe. Das ist jetzt, das verändert wirklich den Brennerei-Charakter. Ja, wobei jetzt die einen haben Orange, nicht, die anderen haben Mandarine irgendwo. Jetzt. Also er ist nicht wie Tag und Nacht, aber man merkt, er ist so ein Stück verschoben. Etwas verschoben, er ist ein Stückchen. Aber das wird aus meiner Sicht ein Gesamtwerk A von etwas anderen Fässern, also A von der Hefe, B von etwas anderen Fässern, C von einer anderen Lagerung, D an der Alkoholgehalt, der sich jetzt bei frischem Mischen auch anders die Aromen lösen. Mhm. Also es ist doch ein deutlicher Schub in eine andere Richtung. Ja, könnten jetzt auch die Fässer sein, die es jetzt irgendwo ein bisschen verstecken, aber ja. Ich bilde es mir ein, dass der Brennerei-Charakter anders das ist. Ja, das ist auch mal der Hefe-Charakter. Aber es ist ein ganz leckerer Whisky auch insgesamt. Also, genau. Ja, haben sie uns was ganz Nettes gemacht. Irgendwo in den 80ern und der knapp über 30. Ne? Da war Tiefpreis bei uns eigentlich immer erhältlich. Ja, leckeres Ding. Ich fahre ja noch zum Event, da darf ich ein kleines Interview machen. Okay. Warum, wie, so, weshalb und so. Aber das wird irgendwie erst nächste Woche stattfinden. Gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wem es interessiert, schnell zuschlagen, denn es ist natürlich wieder eine Limited Edition und wir sind da auf ein paar hundert Flaschen limitiert. Ja, das heißt, ich weiß nicht, also wenn Sie das Video jetzt sehen, schauen Sie gleich mal im Shop vorbei, ob es noch Flaschen gibt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.